So, Marki Mark, jetzt hau mal einen Flock in den Boden. Ich will, dass Miriam einen spontanen Eisprung bekommt, wenn sie deine rasante Fahrt sieht. Also gib Zunder, Baby! Los geht's! Ja, so nicht halt, ne? Beim zweiten Mal. Ja, und so auch nicht. Ja, ganz ehrlich, Markus, bis jetzt habe ich ja an dich geglaubt, aber was soll denn Miri da unten denken? Sie war bereit, die Mutter deiner Kinder zu werden und jetzt surfst du hier rum wie Bata Illich. Ehrlich. Reiß dich mal zusammen, Loverboy. Oh Gott, Markus, du verspielst hier einen Kredit. Ich gebe dir mal einen Tipp. Denk mal kurz nicht nur an die Hupen von Miri, okay? Hast du? Du rockst jetzt die Matte! Go! Das sieht gut aus! Ja, 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 ja! Jawohl! Geht doch! Kurz mal das Blut vom Unterleib in die Birne geleitet und schon macht ihr hier den Björn Dunkerbeck. Geile Scheiße! Das bedeutet das sichere Finale! Enrico und Serena müssen in dieser Runde die Bonbons vom Fliegenfänger lutschen. Wir befinden uns bereits im dritten Versuch, doch wir wollen ihnen die Highlights der vorigen Versuche nicht vorenthalten. Nichts gegen dich, Enrico, aber irgendwie hat mir dieses Spiel vorhin mit den zwei Kellner-Girlies besser gefallen. Ganz ehrlich. So, zurück in der Realität. Wir sind jetzt live im dritten Versuch. Und das sieht hier verdammt gut aus. Die beiden stehen kurz vor dem Durchbruch. 10 Bonbons in 30 Sekunden von einem alten Fliegenfänger gelutscht. Das ist eine Leistung. Mach nichts. Jenny muss beim Matschball ran und hat versprochen, ihr Bestes zu geben. Das sieht dann so aus. Caroline wird ob der Fangküste von Busenfreundin Jenny langsam ungeduldig. Also wenn man Jenny an dieser Stelle ein Zeugnis ausstellen müsste, würde man schreiben: Jenny, du kannst es doch! Weißt du, was für eine Kraft das für die Sonne und das Tag? Ich schaff das nicht! Jenny, jetzt! Nein! Press es an dich! Jetzt! Jetzt! Du hast ihn doch schon! Guck mal, der Götze hat sogar ein Tor gemacht, obwohl er schon im Bett hätte sein müssen. Wirst du jetzt wohl die Recht hat sie. Der Götze kann froh sein, dass ihm seine Eltern für die Zeit bei der WM eine Entschuldigung für die Kita geschrieben haben. Du hast ihn! Die Freude kennt keine Grenzen. Doch unsere Caroline wahrt auch im Jubelrausch den Blick auf die wirklich wichtigen Dinge. Du brauchst doch neue Schuhe, wie soll ich dich morgen im Auto mitnehmen? In der fünften Spielrunde überzeugten die Los Hermanos auf dem Surfbrett mit 4 Fehlversuchen. Sie beenden das Spiel mit insgesamt 22 Fails. 2 Girls, 1 Heart und 61 Fails am Ende. Der Fluch der Geschwister schließt mit 2 Fehlversuchen beim Schleckermäulchen und landet bei 27 Fails insgesamt. Damit ziehen die Los Hermanos und der Fluch der Geschwister ins Finale um 5.000 Euro ein. Es ist soweit. Das große Finale wirft seine Schatten voraus. Los Hermanos schicken Patrick ins Rennen und der Fluch der Geschwister schicken Enrico ins Rennen. Man kann die Spannung förmlich greifen. Das ist der schönste Moment in meinem Leben. Los geht's. Ab geht's in die Wassergrube. Enrico schwimmt, als gäbe es kein Morgen. Aber auch Patrick lässt den Albatros Enrico groß aussehen wie einen Teletubby. Du schaffst das! Patrick verlässt als erster das Becken, doch Enrico beißt sich fest und jagt die spanische Fliege. Gott, ist das nervenaufreibend. Und auch in der Schlammgrube kann man deutlich sehen, dass beide Rembo 2, der Auftrag, mehr als nur einmal gesehen haben. Komm, Patrick, komm. Und jetzt geht es ans Eiersuchen. Das hartgekochte Ei muss so schnell wie möglich ausfindig gemacht werden. Und das mal ins Stammbuch. Wer dieses Spiel für menschenunwürdig hält, das ist für mich einfach ein Spießer. Patrick findet das Ei zuerst und geht damit gleich als Führender auf die letzte Etappe dieses adrenalingetränkten Finales.
Liebe Zuschauer, niemand wird es Ihnen an dieser Stelle übel nehmen, wenn Ihre Aufregung so groß ist, dass Sie Ihren Harren nun einfach unkontrolliert in Ihre IKEA-Couch laufen lassen. Warum Enrico jetzt da hinten auf Godot wartet und rumsteht wie eine Karamist, bleibt sein Geheimnis. Patrick stürmt zum Sieg und geht damit in die Annalen der Crash Games ein. Jawohl! Der Freudentaumel ist grenzenlos und Patrick weiß an der Stelle ganz genau, wem er das alles zu verdanken hat. Seinem Markus. Ist das schön, meine Damen und Herren? Ja, oder? Oh, so kurz nach der WM. Wieder die ganz großen Gefühle. Richtig gut, Tommy, mit dem Tanzen. Ja, meine lieben Crash Gamer, tanzt! Tanzt, meine Täubchen! Tanzt und feiert! Ah, ist das schön. Das hast du so super gemacht. Schatz, das ist für dich und für unseren Sohnemann. Patrick und Markus, übergebe euch somit den offiziell kleinsten Pokal der Welt mit der größten Bedeutung. Ihr beiden seid Crash Games Champion. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns. Auch nächstes Mal heißt es wieder Crash Games. Wer nicht kämpft, heißt Andy Borg. In diesem Sinne, Ihr Peter Rütten.